Descansos. Ah, frischer Föder. Ah, kleine Erleichterung. Fliege in die Luft. Beim Laser. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. Gut. Na, Glück. Einfach mal draufhalten. Hier ist bestimmt eine Bombe. Entschärft. Da ist noch ein Strick. Ah, besser Sichtfeld. Ich hab dich
schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Krieg doch auch Mut, krieg doch auch Munition, meine Güte. So, wo muss ich jetzt hier lang? Alles klar. Okay, war ein Versuch wert. Hätte ja klappen können. Wo muss ich hin? Ach, hier lang. Mich zu Tode erschreckt. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Gut gemacht. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Der Mistkerl. Lass uns weitergehen. Kannst du sie hören? Lass uns ein Stück zurückfallen.
Oh. Scheiße, jetzt volle Kraft voraus, Artyom! Wir Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Ohohoho, wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Oh, jetzt wäre eine Schallgedämpfte Waffe. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja. Yeah. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. So, und dann mache ich erstmal hier einen Cut und dann sehen wir uns dann gleich wieder, bestimmt bei der nächsten Aufnahme. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit. So, und damit bin ich auch schon wieder zurück. Ja, wir sind ja jetzt hier stehen geblieben. Maske können wir jetzt abnehmen, genau. Was? Was passiert hier? Keine Ahnung. Vielleicht. Das ist es, was ich gehört habe. Granate! Ui. Okay, ich merke, ich bin langsam wieder rausgekommen. Fuck. Na, kommt raus, kommt raus. Stirb, stirb, Bastard! Sagt gute Nacht, Mädels! Ja, ich glaube, ich muss keine andere Schaden. Ja.
Jo, ich muss mal neu starten. Verdammt. Okay, man merkt, ich bin wirklich raus. Okay, aber nochmal alles auf Null. Na, sieht ruhig aus. So, Maske nochmal ab. Okay, ich versuch's erstmal von hier alle zu erledigen. Stirb, stirb, Bastard! Stimmt, hier hat man ja noch was liegen. Bloß weil ihr jetzt einen verloren habt. Granate! Lauf! Bewegung, Leute! Ja. Oh! Nein! Wir haben da jetzt die RK, cool! Da oben selber. Ja, eindeutig raus. Fuck. Ah, Mann. Niemand. Vielleicht eine Maus oder eine Ratte. Wer weiß. Vielleicht ein Was ist los? Niemand. Vielleicht eine Maus oder eine Ratte. Was? Ach man, dass ich jetzt gerade hier festhänge, das ist schlimm. Oh, hör auf zu pfeifen. Achso, ja. Jetzt kam der Witter. Okay, jetzt wäre eine Waffe mit Schalldämpfer sehr gut. Und ich hätte mir vielleicht doch die Druckluftpistole, also Gewehr holen sollen. So, jetzt läuft er da lang. Ach, warten. Immer das Gewarte.
Na komm.